Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach lecker kochen mit Tom. Ihr seht hier im Bild eine große Kiste mit deutschen Kugel-Cherry-Tomaten. Und ja, die habe ich jetzt auf dem Markt bekommen. Ich war am Wochenende auf unserem Türkenmarkt wieder und ich muss euch sagen, 1,5 Kilo für 1 Euro. Die schmecken ausgezeichnet und ich werde euch damit ein ganz leckeres Gericht demnächst zaubern. Aber heute legen wir erstmal ein Augenmerk auf meine Reneklonen und ich mache euch heute Mini-Küchleins oder Mini-Kuchen mit Reneklonen. Also bleibt dran und viel Spaß mit dem Video. Euer Tom. So Freunde, für meine kleinen Mini-Reneklonen-Kuchen habe ich folgende Zutaten für euch. Ich habe da 300 Gramm Dinkelmehl, ein Ei, 125 Gramm Butter, 3 bis 5 Esslöffel kaltes Wasser, dann haben wir 40 Gramm Zucker, die Reneklonen, 1 Teelöffel Zimt, dann nochmal 60 Gramm braunen Zucker und ein weiteres Mal getrennt 30 Gramm weißen Zucker. Ja, und dann starten wir mal. Freunde, für meinen Teig benötige ich heute mal wieder oder benutze ich heute mal wieder meine leckere Bosch Allzweckmaschine. Und ja, da kommt jetzt alle Zutaten rein. Das Mehl, die Butter, das eine Ei, der Zucker und das kalte Wasser. Und dann lassen wir das Ganze kräftig verrühren zu einem geschmeidigen Teig, welchen wir dann zu einer Kugel formen und dann in Zellophanfolie einpacken, welcher dann für eine halbe Stunde in den Kühlschrank kommt. Ja, und dann lasst uns mal anfangen. Also, dann gebe ich erstmal das Mehl in die Schüssel. In die Schüssel wohlgemerkt. Kann ja schon mal den Mixer nach unten geben. Und lasst das langsam auf kleiner Stufe schon mal verrühren. Dann gebe ich einfach mal den Zucker schon hinzu. Das eine Ei. Und dann mache ich das immer gerne flöckchenweise, dann die Butter hinzu. Und dann kommt noch das eiskalte Wasser hinzu. So, die Kugel habe ich schon geformt. Jetzt habe ich hier die Zellophanfolie. Und die kommt jetzt in den Kühlschrank und da bleibt sie dann 20 Minuten etwa drin. So Freunde, solange der Teig im Kühlschrank kühlt, kommen wir jetzt zu unseren kleinen Vitaminbomben, den Reneklonen. Die habe ich von Freunden aus ihrem Garten. Und die Reneklone ist eine Pflaumenzwischenart und hat ja ganz viel Vitaminstoffe, besonders viel Ballaststoffe und auch Eisen enthält sie für eine Frucht sehr, sehr viel. Also Vitaminbombe und das Ganze verbacken in einem Kuchen. Wir machen jetzt Folgendes. Wir werden die Reneklonen in kleine Stücke schneiden mit Zimt und Zucker, den beiden Zuckerarten, braun und weiß, vermischen. Und ja, danach kommen sie dann in den Teig, wenn wir unsere kleinen Teigförmchen. So, schneiden wir erstmal unsere Reneklonen auf. Und entfernen die Kerne. Leichter raus. So, die
Die Ringelkloten haben wir als kleine Stücke geschnitten. Die geben wir jetzt in eine Schüssel. Da kommt jetzt einmal der braune Zucker drüber. Dann der Teelöffel Zimt. Und der weiße Zucker. So, das Ganze jetzt vermischen. Und wie ihr sehen könnt, ich bin jetzt schon dabei und rolle den Teig aus. Meine Muffinförmchen, indem ich die kleinen Küchleins backe, habe ich schon mit etwas Butter eingefettet. Wenn ich ihn dann ausgerollt habe, steche ich dann kleine Förmchen aus und hebe die dann in so eine Form hinein. So, die angegebene Teigmasse hat jetzt mal für 6 bzw. gerade mal für 7 gereicht. Also ich habe hier ein 12-faches Muffinsförmchen, aber wir machen jetzt die 7 und wir geben jetzt in unsere kleinen Förmchen immer ein bisschen von unseren Ringelkloten-Masse. So, aus den Resten von unserem Teig schneiden wir jetzt kleine Streifen und machen dann daraus ein Gitternetz über unsere Ringelkloten. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Und wenn wir dann unsere Gitterstäbe, nicht schön, selten, über unsere Küchlein gegeben haben, geben wir etwas Wasser mit dem etwas entstandenen Sirup darüber und streichen die so ein bisschen damit ein. Ihr könnt natürlich auch Milch nehmen. Dann geben wir unser Gebäck und den guten Wünschen eines guten Gelingens in den Backofen bei 190 Grad Normalofen. Ich nehme bei Umluft immer nur 160 bis 170. Und da sollen sie etwa 40 Minuten reingehen. Ich gebe sie mal eine halbe Stunde rein und dann schauen wir mal. So Freunde, hier sind meine kleinen leckeren Mini-Ringelkloten-Kuchen. Und ich werde sie nachher gleich mal zum Tee probieren. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, das kurzweilige Rezeptvideo, und seid auch nächsten Sonntag wieder dabei. Und es heißt einfach lecker kochen mit Tom. Und denkt dran, ich mache demnächst was mit den leckeren kleinen Mini-Tomaten. Freunde, danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch wie immer gut gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da oder auch einen netten, konstruktiven Kommentar. Also, bis bald. Ich freue mich auf euch beim nächsten Rezeptvideo bei Einfach Lecker Kochen mit Tom. Euer Tom.